Wie gefällt dir das? Revi, das sind nackte Männerkörper. Revi! Was ist das denn? Was soll das denn? Junge, was für Abonniersturm? Was soll das? Junge, was? Abonniersturm auf in dein Gesicht, Alter. Ich tritt dich, Junge, was für... Okay, okay. Okay, Leute, okay. Willkommen erstmal zu diesem wunderschönen Vlog. Wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, hat der Leo Sturmwaffel sich erdreistet, mein Zimmer zu verunstalten. Und Freddy ist dann direkt mal eine Woche nach Berlin geflogen. Was ziemlich blöd ist, Freddy, weil jetzt bin ich ja eine Woche hier und du bist eine Woche nicht hier. Glücklicherweise hat der Künstler auch seinen Namen oder das Bild geschrieben, sodass es erleichtert war für uns, ihn ausfindig zu machen. Hallo, lieber Philipp, guten Tag. Freddy, es tut mir leid, bitte. Philipp, wir zwingen dich ja dazu nicht. So ist es ja nicht, ne? Es wäre nur extrem nett, wenn du das wieder gut machen würdest. Also, Philipp, wir beide haben uns ein bisschen was überlegt mit Thomas gemeinsam. Philipp ist ein guter Freund von Thomas, daher kennen wir den, ja? Möchtest du mal ganz kurz zeigen, was wir uns da überlegt haben? Weil, Leute, wir können sowas nicht ungesehen lassen. Ich meine, das UFO existiert jetzt vielleicht noch 2 Monate gefühlt und in den 2 Monaten können wir halt so viel Scheiße bauen, wie wir wollen. Und genau das machen wir jetzt. Zeig mal her, was haben wir denn da? Also, das ist Freddy. Mhm. Wir können ja mal ganz kurz darauf eingehen, auf was ich gestern bestanden habe, auf diesen kleinen Bauch. Den wollte ich unbedingt drin haben. Dann haben wir hier also einmal, wir richten das Augenmerk mal ganz stark auf Freddys Intimbereich, wie man das hier sehen kann. Da ist nicht so viel zensiert. Bei mir sieht das allerdings schon ganz anders aus. Ich hier auch natürlich mit meinem Playbutton. Freddy hat gar nichts in der Hand, weil es ist halt immer Freddy. Weil Freddy halt nichts in der Hand hat, ne? Ja, dieses wunderbare Michelangelo-Bild wird jetzt an die Wand gezaubert. Wir haben uns zuerst überlegt, Leute, das hier oben an die Decke zu malen. Ein riesiges Deckenfresko quasi. Dann ist uns halt aufgefallen, dass wir Philipp halt nicht einfach unter die Decke schnallen können und er halt nicht 6 Stunden in dieser brüten Affen-Witthitze hier sitzen kann. Ich würde sagen, Philipp, wir gehen erstmal hin, suchen einen geeigneten Platz. Den habe ich nämlich schon gefunden. Schön da, wo immer die Facecam ist, weil ich kann den Greenscreen hochziehen. Das kann Freddy nämlich nicht, weil Freddy hat keinen Greenscreen. Und dann haben wir das hier immer richtig schön hier im Hintergrund hängen. Ich würde sagen, wir decken jetzt erstmal hier ein bisschen was ab. Ich glaube, dass... Ach, weißt du was, Philipp, wir decken das gar nicht erst ab. Wenn du einfach da drauf tropfst, ist auch nicht schlimm. Ja, moin. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, dass Freddy irgendwie seine komische Retro-Spiele-Sammlung wichtig ist oder sowas. Ich meine, I don't know, Leute. Ja, man muss auch sehen, Freddy meinte so, ja, zeichne mich einfach und Revi als Baby. Revi möchte sich gleich mal als Gott darstellen. Moment mal, die Idee kam von Thomas, die kam nicht von mir, die kam nicht von mir. Okay, ich würde sagen, wir decken jetzt hier ab und sehen uns dann gleich wieder. Also Leute, guck mal hier, gleicher Witz nochmal. Ist wie in Guantanamo mit den Müllsäcken am Kopf. Machen wir es einfach so, dass hier Freddy ist. Ja. Der ist sowieso so leicht liegend und du dann genau. Hier so reinfliegst. Genau, genau. Du kannst mich auch ein bisschen größer einfach malen und stärker als Freddy. Das ist ja so die Aussage, dass ich ganz deutlich, mein Freund, über dir stehe. Und dann gibt es gleich erstmal ein paar wunderschöne Timelapse. Ich werde zwischendurch immer mal wieder reinkommen. Ich denke mal, wir werden noch nicht die ganze Zeit Timelapse aufnehmen, weil das dauert ungefähr wie lange? 10 Stunden war es das letzte Mal. Bruder? Alter Schwede. Ja gut, Leute. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich jetzt so lange wieder dauert. Ich habe auch echt überlegt, einfach hier einmal Farbe über seinen Tisch zu kippen. Mir ist mittlerweile einfach alles egal, Leute. Jetzt wird die letzten 2 Monate komplett eskaliert. Ja, das aktive UFO, Freddy und ich. Traurigerweise. Aber bevor ich es vergesse, Leute, der gute Philipp hat natürlich nicht umsonst seinen Instagram-Account darunter geschrieben. Ah. Folgt dem Boy doch mal auf Instagram, cause he needs damn 1000 Follower. Alle folgen. Alle folgen jetzt. Los, macht mal 10k, 100.000 Follower. Gut, Leute, jetzt seht ihr verschiedene Timelapse-Ausschnitte. Ich werde auf jeden Fall nicht alles timelapsen können, weil, wie gesagt, das können jetzt bis zu 8 Stunden werden. Der Philipp macht sich gerade schon fertig. Komm mal her hier. Das sind die einfachsten Pranks, weil man selber gar nichts machen muss. Ne, Freddy? Ne, Freddy? Tolle Idee, die du da hattest. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, auf geht's, let's go! Ich lasse euch jetzt noch mal ganz mit Philipp allein. Es gibt noch ein bisschen Timelapse-Shit. Ich muss jetzt mittlerweile mal mein Auto wegbringen, weil das springt nämlich einfach nicht mehr an. Und bin dann ungefähr in einer Stunde oder so wieder hier. Also viel Spaß. So.
Kinders, schaut mal, wir haben gerade noch ein kleines Mittagspäuschen gemacht. Ich habe mich um mein Auto gekümmert und er war richtig fleißig. Schaut mal, Freddys Bauch sieht einfach so nice aus. Ich komme dir jetzt, um zu helfen. Und zwar möchte ich das hier schwarz anmalen, wenn ich darf. Gerne. Ich meine, einen schwarzen Balken ausmalen, das soll ich hinbekommen. Ich sehe aber jetzt schon, Leute, das sieht so unglaublich geil aus einfach. Also mad Respect auf jeden Fall an dich, Philipp. Schaut mal den Jungen definitiv auf Instagram vorbei. Und ich würde sagen, Leute, jetzt gibt es eine wunderschöne Timelapse von mir. Ich helfe nochmal 20 Minuten mit, dann muss ich mein Auto wieder abholen. Alles heute ein bisschen stressig, aber die Hauptsache ist, Leute, dass Freddy leidet. Das ist eigentlich alles, worum es mir geht. Ich habe gerade so krass mitgedacht, ich habe meine weißen Schuhe gerade ausgezogen, weil ich mit schwarzer Farbe male und ich habe komplett schwarze Klamotten an. Okay, ich muss gucken, dass ich jetzt hier Freddys Sachen nicht anmale. Ah, Leute, ich moderiere jetzt gar nicht. Ah, Thomas, Timelapse. Bewegungsautistin. Ich wollte gerade sagen, das ist so ziemlich der. Ja, ich will jetzt nicht gemeint sein am Ende. Hört ihr das noch, aber so balltechnisch und so ist nicht so sens. Wie das aussieht einfach. Ein richtig geiler Zensurbalken. Also Leute, ich habe jetzt 5 Minuten was gemalt und jetzt geht es natürlich hier um so Kleinigkeiten, Leute. Ja? Ich glaube, die Farbe ist hier schon trocken. Es muss natürlich auch alles irgendwie gerade und bündig aussehen, weil sonst macht das ja keinen professionellen Eindruck. Wir sind ja nur mal Profis, nicht wahr, Philipp? Oh ja, richtige Profis. Also guck mal, ich meine, das ist schon mal sehr flüssig da, ne? Ich meine, man müsste es jetzt noch ein bisschen smoothen und begradigen. Da würde ich dann natürlich dein schules Auge lieber dran lassen, Philipp, weil, wie gesagt, geometrische Formen und sowas, Mathe war immer schwierig für mich. Kann man auf jeden Fall schon den schieren Umfang meines eventuellen Gemächts, welches sich dort befinden würde. Das ist doch los. Also sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, wa? Wahrheitsgetreu halt, ne? Es ist 100%ig real, Leute. Das ist keine Übertreibung. Ich sehe so aus, welche so aus. Eher noch eine Untertreibung. Ne? Absolut. Also ihr seht's, es ist doch nicht 100%ig, da sind noch so ein paar kleine Flecken, aber so an sich sieht das doch schon mal ganz gut aus. Vor allen Dingen finde ich es schön, dass es so hängt. Weißt du, was ich meine? Es hat diese natürliche Biegung drin. Jetzt müssen wir nämlich ganz kurz, Leute, wie ein echter Künstler, Freddys minimal bedecktes Unterleibstück zukleistern. So. Was habe ich? Nein, ist das schlimm? Ich probiere nochmal drüber zu malen. Oh, Scheiße, ich versaue hier gerade einfach alles. Warte, ich gucke, dass ich das nicht mehr berühre. Schaut euch bitte an. Ist ja wohl einfach nur perfekt, oder? Also, da bin ich und da ist Freddy und da sind 2 schwarze Flecken, die ich dahin gemacht habe. Ja, gut, hab ich gesagt, Leute. Ist auch egal. Er kriegt es auf jeden Fall wieder gefixt. Ich muss schnell wieder zurück zur Werkstatt. Alles heute ein bisschen stressig. Und lass die Kamera jetzt wieder hier stehen. Ich habe wenigstens mitgeholfen, Freddy, ja? Im Gegensatz zu dir, mein Freund. Gottes Willen, Alter. Wenn Thomas nicht einmal nicht hier ist, Alter, keine Chance. Keine Chance, dass wir scharfe Bilder bekommen. Gut, Philipp, bedanke mich. Lass dich weiter schüfteln. Ich bin jetzt weg, Leute. Schaut dem Philipp noch ein bisschen zu. Und dann sehen wir uns später wieder. Fertig, oder? Krass. Close to. Hier noch die ganzen weißen Stellen ausfüllen. Aha. Schaut euch dieses Meisterwerk der Perfektion an. Schaut euch meinen damn sexy Sixpack an, Leute. Oh, ist das nice, Alter. Fuck, man, ist das geil. Ey, Philipp, mad respect, bro. Mad respect, Digga. Ey, schaut auf jeden Fall bei diesem Jungen bei Instagram vorbei, Leute. Wenn ihr mehr so einen kranken Scheiß sehen wollt, guckt euch Freddys Wampe an. Ist sie nicht süß, Alter? Ist sie nicht süß? Und guckt euch Freddys kleinen Pipi an. Und guckt euch meinen großen Pipi an. Ey, Leute, das ist der real shit. Wirklich, einfach. Das ist einfach nur geisteskrank. Einfach nur heftig. What the actual fuck? Philipp, du weißt, was jetzt für eine Zeit ist? Du musst jetzt Freddy anrufen. Oh, nee.
Philipp hat es den ganzen Tag gegrindet. Wir hoffen, dass wir irgendwie noch eine Reaktion von Freddy hinten dran schneiden können, falls der wieder kommt. Denn ich bin ab morgen wieder unterwegs mit ein paar Kollegen, Leute. Aber Philipp macht das Ding jetzt ja noch fertig. Ey, riesiges Danke an dich, Bruder. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei dem Jungen auf Instagram vorbei, Philipp PSD. Schreib es bitte nochmal dazu, damit jeder weiß, wer du bist. Leute, schaut mal, wer gerade noch angerufen hat. Hi, na? Du, Philipp, hast du kurz Zeit? Okay, Philipp, geh mal ruhig rüber mit Freddy. Na, nicht gucken, Freddy, ja? Ist schön geworden. Ja, ist wirklich schön geworden. Okay, und dreh. Siehst du das, Freddy? Siehst du, wie lang mein Pipi-Mann ist? Kennst du das Bild von Michelangelo? Das bin ich auf der rechten Seite. Ich hab's schon gehört, ich bin relativ ungebildet. Wie gefällt dir das? Geh wieder mit nacktem Männerkörper. Bro, I got you back, homeboy. Es ist so schön. Ich habe auch mitgemalt. Ich habe die Dinger zensiert, die Löris. Cool. Ja, guck hier, siehst du? Siehst du, wie klein der Pipi Manski ist? Ja. Und jetzt guck mal meiner. Viel größer, ne? Ja, müssen wir nicht drüber reden, wer von uns AMG fährt, ne? Also gucken wir mal, wer was kompensiert. Ich denke es mal auf und ich treffe gleich mit jemandem. Und dann schauen wir mal, wann du das nächste Mal. Tschüss! Nice, Philipp, wir haben ihn. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Er ist auf jeden Fall sichtlich abgefuckt, das freut mich. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert Philipp auf Instagram. Macht's gut, bis die Tage. Tschüss.